servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Ich und mein Bruder Thomas sind hier gerade bei, ein Mädchen zu retten. Ja, eine kleine, hübsche, sexy Mexikanerin, die ein bisschen Probleme hat. Von einem kleinen rothaarigen Bastard, wie Ray sich würde so ausdrücken. So, wir schauen uns aber hier nochmal kräftig um, bevor wir weitergehen, weil, wie gesagt, Geheimnisse. Okay. Er ist immer noch hier. William. Verdammt, Junge. Du bringst uns noch alle um, wenn wir hier immer auf dich aufpassen müssen. Yep. Ihr seid diejenigen, auf die man aufpassen muss. Williams ist unser kleiner Bruder, der uns hier wieder mal hinterher gerannt kommt. So, wie geht's hier weiter? Schauen wir mal hier rechts, links. Oh, oh, oh. Sie kontrollieren den Eingang. Für wirklich feinen Kampf, damit Thomas der Kugel. Ich werde sie um jeden von der Seite erledigen. Zeit zu ziehen. Das war echt zu einfach. So macht man das. Oder? Ja, das war einmal der Headshot und das Ganze mit dem Revolver. So, damit haben wir die Freunde in Kämpfe verwickelt und haben ein Geheimnis gefunden. So, nochmal Geheimnis und Munition. Ich freue mich schon tierisch drauf. Mal gucken, was die ganzen Geheimnisse sind. Und was uns da eigentlich erwartet. So, was haben wir, wenn hier noch das ganze Gebiet hier durchsuchen könnte? Bisschen länger dauern. Obwohl, warte mal, da ist eine Treppe, da gehe ich trotzdem mal kurz hoch. Vielleicht lohnt sich der kleine Ausblick. So, Ausblick haben wir hier genug. Eigentlich ganz schick gemacht, diese Landschaft hier. Wo kommen wir da rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Gehen wir hier vorne lang rum, da ist die Leiter hochgezogen. Naja, springen wir dann mal runter. So, hallo Thomas, ich bin auch wieder da. Was hast du so lang getrieben? Genau. Man, treffen ist gar nicht so einfach mit den Schießeisen hier. Das muss ich schon mal sagen. Aber meine Knarre ist immer noch schnell genug. Genau. Was haben wir da? Ach, rostigen Schnelllader. So. Auf meinen Befehl. Wie dein Befehl? Ich bin dir der Ältere. Wenn, dann gebe ich dir die Befehle. So, nachladen die Freunde. Sind voll geladen. So. Jetzt. So, da haben wir wieder ein paar ausgeschaltet. Das war natürlich ein super Wurf gerade, muss ich mal zugeben. Ja. Oh, und da fallen wir um. Ja, wenn man mit Dynamit spielt, hat ja der Thomas schon richtig gesagt, dann wird man durch Dynamit auch sterben. So. Komm schon, uns rennt die Zeit davon. Das ist nur eine Frau, Ray. Ja, aber eine hübsche, da muss man da, mit schicken Hüpfschwung. Wollte ich ja mal nur erwähnt haben. So, Ohohoho. So, da habe ich ja einiges gebraucht, um da durchzukommen. Jetzt zahlt sich das wieder Training aus. Yep, wenn du meinst, ich war trotzdem nicht zufrieden mit der Leistung. Eindeutig viel zu viel gebraucht. So, rotte, 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 rotte. Schön, wie er mit den Pistolen wackelt, wenn er läuft. So, können wir ja eigentlich von Haus aus schon gleich mal Dynamit rüberwerfen. Das sind zu viele. Wir müssen uns aufteilen und einzelkämpfen. Okay, aufteilen, einzelkämpfen, reintreten, würde ich erstmal meinen. So, lief aber gar nicht mal so schlecht jetzt. Ja, zum Start. Okay, scheiße, Dynamit, Dynamit. Das Spielchen kann auch. Das können auch ein paar andere spielen. Danke, dass wir den Arsch gerettet. Kein Problem. So, jetzt laden wir die Freunde mal nach. Und dann geht's mal rein in das gute Stübchen hier. Okay. Das wird aber gründlich einmal oben geschaut. Vielleicht. Wo wartest du? Los! Ich warte darauf, dass ich noch was finde. So, was haben wir da? Noch ein bisschen Geld. 10 Dollar sind ja der damaligen Zeit schon ganz viel gewesen, wie der Solaris das ja schon richtig erkannt hat. Man darf das nicht mit heutigen Preisen nennen. So. Jo, wo geht's lang? Auch dort geht's lang. Das muss man doch einmal sagen. Das ist ja gar nicht so einfach.
Oh. Ich hab doch gesagt, er gibt nicht auf. Ich weiß zwar nicht, woher ihr beiden Idioten kommt. Ja, von draußen. Ist irgendeine dreckige Schlampe wert, sich eine Kugel einzufangen? Ihr Arschlöcher habt euch mit dem Falschen angelegt. Ich werde von Colorado bis Texas gesucht. Ich war es, der diesen Texas Ranger in El Paso und Jericho Kid in Abilene umgelegt hat. Aha. Man nennt mich Rattler, weil ich so flink bin. Rattler? Okay, das könnte jetzt spannend werden. Arsch. Würde euch also niemand übel nehmen, wenn ihr den Schwanz einzieht und einfach abhaut? Natürlich werden wir nicht abhauen. Also Jericho Kid umgelegt? Ihr habt also schon mal von mir gehört. Nur flüchtig. Ich töte euch schneller, als ihr ziehen könnt. Versteht ihr? Okay, da bahnt sich jetzt wohl das nächste Duell an. Mal sehen, ob wir das auch so grandios meistern wie das letzte. Diesmal sind wir ja mit Ray unterwegs und werden das kleine Rotlöckchen hier mal sehen, dass wir das ausgeschalten bekommen. Jetzt muss ich ein bisschen konzentrieren, damit ich das Gebimmle höre und den Freund dafür sorge, dass er in der richtigen Position steht. Jo, das war doch mal wie aus dem Bilderbuch, gleich auf Anhieb. Super gemacht. Der Trick ist einfach der, man muss dafür sorgen, dass der an der richtigen Stelle steht. Und William kommt schon wieder mal angerannt. Haben Sie zur Kirche gebracht? Ich kenne den Weg. Lass uns schnell dahin, bevor Sie es merken. So. Ich hätte nie gedacht, dass eine Frau es schafft, dich in eine Kirche zu bewegen. Interessantes Wortspiel, muss ich mal sagen, Thomas. So. Wir gehen nochmal hier weiter, laden mal kurz nach. Da hinten kommt man nicht lang rum. Da gibt es bestimmt noch irgendwo Geheimnis. Ohoho. Wird schon wieder geballert, ohne mich hier. Mach ich doch gerade. Und wie hieß es, immer auf den Kopf zielen. Der kann es ja wieder haben. Hab nur einmal auf ihn geschossen. Sonst ist er wie neu. So. Wo schwänzest du hier rum? Da haben wir eine Kiste. Öffnen wir das Ding und Geld und Munition. Ranger, okay. So, ist gar nicht so einfach, mal auf den Kopf zu zielen, weil die wackeln mit dem Kopf immer hin und her. Was? Der Arsch ist mausetot zu Boden gegangen. So, wir haben ja noch den Freund hier. Nehmen wir mal das Lämpchen mit, damit wir mal heimleuchten können. Sieht ja ganz ruhig und hübsch hier aus. Los geht's. Runter. Nein, wir machen jetzt mal die genommenen Male. Oh, jetzt sind sie alle in Deckung. Aber da hinten sind ein paar, die können wir mitnehmen. Und den Freund nehmen wir natürlich mit. So. Nicht mal Zeit zu ziehen. Das war echt zu einfach. So, nachladen. Das ist ja abgelegte Schrotflinte. So, da brauche ich nicht so groß zielen. Ich konnte den ja kaum sehen. Jo, danach war der schon zerfetzt, würde ich mal meinen. So, wir wechseln mal hier rüber auf die zwei Pistolen. Laden die mal durch. Ah, ein Waffensalon. Da werden wir mal reingehen. Wenn wir hier reinkommen. So. Weil der Ray bräuchte wahrscheinlich auch einmal ein bisschen Munition. Ach, hier haben wir die besagten Pfeil und Bogen. Da haben wir ein bisschen Dynamit, was wir mitnehmen können. Ich suche aber Pistolen. Wo hat der Freund dieses Pistolen? Der gute alte Colt, der ist identisch. Der ist nicht so Durchschlagskraft. Ich will doch nicht verstecken, Bruder. Komm raus. Der wäre besser als er hier. Nochmal das Lasso. Ist das Einzige, was er wohl so an Colts hat. Dann nehmen wir den mal mit. So, damit sind wir mit zwei Colts ausgerüstet. Und kaufen mal ein bisschen Munition. Leider für die großen Schrotflinten reicht das Ganze nicht. Hetzt mich nicht. Ich bin gerade beim Einkaufen. Mann, immer diese Hektik. Mann, und Ruhe shoppen muss man doch mal schon gönnen hier. So viel Zeit muss sein im Gefecht. So, davon haben wir alles. Haben wir nicht mehr genug Geld. Okay, dann machen wir hier das Türchen auf. So, alles klar. Da steckst du. Mann, bist du wieder weit vorgerannt. Das kann doch nicht gut sein. So, William, du gehst da lieber mal in Deckung. Besser ist das. Wir gehen mal den äußeren Weg hier. Alles klar. Okay, da fährt er schon um.
Ja, aber auch lustig, der dreht sich erstmal einmal und guckt in die falsche Richtung. So, hier. Wie wär's, wenn wir dieses Mal nicht wie kopflose Hühner losrennen? Wie wär's, wenn du einfach mal das Maul hältst und mir das Denken überlässt? Oh, das genau. Hast du also die ganze Zeit. So, nachladen, gut gemacht. Gibt's noch was? Nein, hallo, weg. Schade, dass immer dann, wenn die Konstellationen aufgeladen sind, die Gegner immer alle sind. Nicht, Hühnchen? So. Wir nähern uns der Kirche, weil es hieß ja Treffpunkt an der Kirche und dann werden wir dort die liebe Dame befreien müssen. Da sind sie. Was haben sie vor? Okay. Keine Ahnung, aber wenn sie abhauen, finden wir sie nicht wieder. Okay, da ist die hübsche Lady. Hab keine freie Sicht. Verflucht. Yep. Okay, sie rennt weg. Braves Mädchen. Erledigen wir sie. So, ich denke mal, hier wird das gleich ein heftiges Gefecht geben, weil die Freunde sind bestimmt nicht so einfach davon begeistert. So, erstmal feuert hier noch einer rum. Und zwar er hier. Beziehungsweise feuert er hier rum. Na, Freundchen, war wohl nichts mit Schnelllader. So, der Dame hinterher. Wo sind wir denn hier? Auf dem Friedhof. Und ab in das Kirchlein rein. So, die Lady wartet schon. Vielleicht können wir gleich mal heiraten, wenn wir in der Kirche sind. William, wo bist du? Wir brauchen einen Priester. Wer bist du? Ganz ruhig. Wir werden nicht zulassen, dass sie dir was antun. Das gefällt mir, Bruder. Nee. Oh, was liegt hier drum rum? Lass ihn mal draußen rumballern. Wir gucken uns mal hier um, ob wir noch was Interessantes finden. Da ist gesperrt. Oh, hier gibt es noch eine Tür und eine Truhe. Und dort ist wieder mal ein Geheimnis drin. So. Durch das Fenster wäre hübsch. Aber können wir nicht. So, Lady, du schützt mal deinen Poppes und Williams, du gehst auch mal in Deckung. So, alles klar. Ich werde soweit. So. Haben wir mal für Ordnung gesorgt hier. Oh, was schießt du denn? Der ist doch keiner. Ach da. So, da kommen sie. Da muss man aufpassen, die kommen. Oh, Deckung. Muss man aufpassen, die krabbeln hier ein bisschen über die Mauer. Und kommen nicht nur sportlich durchs Türchen. So, da haben wir einen, leider nur ihn hier. Mehr sehe ich. Ah, da. So. So, das mit den zwei Revolver macht schon ziemlich viel Laune hier. So. Bloß sind die mal so schnell alle. So, aber eine gute alte Wildwestschießerei geht nun mal nicht so schnell. So, sind wir jetzt fertig. So, da können wir hier mal das... Oh, 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 hier ist noch einer, der rumballert. Oh, ah. Was da oben? Ah, da... wer ist denn da? Wer wirft hier diese Knallfrösche? Okay, wer bist du? Okay, du machst hier den Origami. Und wer seid ihr, Schneewittchen? Ich glaube, jetzt werden wir das gleich erfahren in einer schicken Cutscene. Wieder der legere Hüftschwung. Lala. Du hast dir gefährliche Feinde gemacht, Amigo. Ich bin Juan Mendoza. Freunde nennen mich Juarez. Ray McCall. Und meine Brüder, Thomas und William. Danke für die Hilfe. Ich habe zu danken, Amigo. Du hast meine Marisa gerettet. Marisa heißt die Hübsche. Hallo, die ist aber viel mexikanisches Feuer. Ich möchte euch zu einer kleinen Feier einladen. Heute Abend in meinem Alcazar. Feier klingt gut, da bin ich dabei. Warum nicht? Hervorragend. Ist ganz in der Nähe.
Fragt irgendwen. Juarez kennt hier jeder. Danke, Ray. Könntest du aber das nächste Mal zuerst fragen, bevor du dich mit einem Banditen wie ihm verbrüderst? Er scheint kein schlechter Kerl zu sein. Du vertraust ihm? Das habe ich nicht gesagt. Interessant, neue Freunde in Mexiko. Mal sehen, was die vorhaben. Nicht wieder. Juan Mendoza war Anführer der größten Verbrecherbande von Juarez. Jeder fürchtete ihn. Jeder. Selbst die schöne Marissa. Was mir aber am meisten Sorgen bereitete, war, wie Ray sie ansah. Ärger war vorprogrammiert und ich hatte keine Ahnung, wie ich das verhindern sollte. Das weiß keiner, nur der liebe Herrgott. So, die schicken Katzis immer noch mit, danach machen wir den Schnitt. Freunde, ich habe euch heute hierher eingeladen, weil es etwas zu tun gibt. Und ihr könntet genau die Richtigen dafür sein. Die Gringos, die ihr erledigt habt, gehörten zu einem Bendejo namens Devlin. Dieser gierige Hund jagt jeden einzelnen Berg südlich der Grenze in die Luft, weil er nach einem Schatz sucht, der Eigentum der Mexikaner ist. Du meinst dein Eigentum? Natürlich. Du willst Devlins Tod? Tod, vermisst, verschwunden, einfach nur weg. Aber um an Devlin ranzukommen, müsst ihr erst seine Handlanger ausschalten. Und du bezahlst uns dafür? Ihr erhaltet einen Teil des Schatzes. Woher weißt du, dass er existiert? Als Montezuma von Cortés als Geisel genommen wurde, war er das lose Geld. Aztekengold, Smaragde, Diamanten groß wie Fäuste, unfassbare Schätze. Das ist doch nur ein Märchen. Nein, Mijo, es stimmt. Und er könnte uns gehören. Wo ist dieser Devlin? Ray, das ist nicht dein Ernst. Ihr würdet den Leuten hier einen großen Gefallen tun. Devlin und seine Leute haben viele Unschuldige getötet. Frauen, Kinder. Meine Brüder haben schon genug Blut an ihren Händen. Wir alle haben Blut an den Händen, Junge. Auch du besudelst dich irgendwann. Und? Wer hat von Töten gesprochen? Es reicht schon, wenn Devlin und seine Männer dorthin zurückgehen, wo sie herkommen. Sind wir im Geschäft? So, das war nun der liebe Ben Dachau, oder wie er auch immer hieß. Und hat uns den nächsten Deal vorgeschlagen. Wir sollen einen Devlin ausschalten, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Denn das war's nämlich schon für heute für Junkbox, Call of Juarez, Bounded in Blood. Ich freue mich schon darauf, eure schicken Kommentare zu lesen und was ihr von Marissa haltet. Ich bin mal gespannt, was ihr von Marissa haltet und den schicken Hüftschwung. Bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen. Willkommen auf meiner Endcard. Hier auf dieser schicken Endcard seht ihr unten den Button für Google Plus zum Profil abonnieren, sowie hier den YouTube-Button. Einmal draufklicken und ihr verpasst nichts mehr und habt meinen Kanal fly abonnieren. Was haben wir da noch hier? Ach ja, das schicke Polaroid. Das Video, was da läuft, das ist Beyond Good and Evil. Genau, Beyond Good and Evil. Das war die vorhergehende Junkbox-Ausgabe. Sehr lang, sehr erfolgreich, hat viel Spaß gemacht. Da solltet ihr auf alle Fälle mal reinschauen und gerne noch schreiben, was ihr davon haltet. Auch wenn es schon etwas abgedreht ist und älter ist. Es war trotzdem super, das Teil. Vielleicht gibt es davon mal den zweiten Teil hier auf dem Kanal. Wenn nicht, tja, dann müsst ihr damit leben. Bis dahin bin ich Mac Urago und sag Servus und Ade.